Servus, ihr Genossen. Hier ist wieder euer SP-Diggi-Steffen. Was geht bei euch ab? Seid ihr auch jung und hip wie ich? Nach CSUU, die viel coolere Show. Wow. Und los geht's. How you feeling? Wow, das ist unser erstes Thema. Seid ihr auch hip und jugendlich wie ich? Wow. Wow. Hammer. Oh, yeah. What? Hey, say what? What the fuck? How you feeling? Wow. Greta Thunberg ist in den USA angekommen. Wow, was eine Message. Wollen wir das weiterhin schlecht reden, so wie die CSUU? Ich glaub wohl nicht. Lass doch einfach mal komische Fakten auf den Tisch legen. Wow, cool. Yo, was geht? Weiter geht's mit dem nächsten Thema. Oh mein Gott. Der Amazonas brennt und oh mein Gott. Wer hätte das gedacht? Hey, was können wir machen? Vegan werden, um den Wald zu löschen, schreiben viele. Wack, wack, wack. Aber eigentlich haben sie recht. Den Bauern haben ja den Wald angezündet. Oh mein Gott. Wow. Seid ihr auch so cool und hip wie ich? Yeah. Digital, Jugend. Hey, wie machen wir es? Natürlich über solche Kanäle. Leicht versprochen. Wow, Hammer. Hammer, wow. Amazing. Okay, das war's auch wieder für heute. Schaut auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt SP-Digi mit eurem SP-Digi-Stefan oder keine Ahnung, wie ich hieß. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Wow, tschüss. Digital Generations. Ja, Wahnsinn, ne? Was die, wie die SPD direkt kontert, muss man wie sagen. Wie die oder? Das raushauen, ja, das geht ganz schön schnell, raushauen. Ne? Ja, die sind fix, ne? In der Produktion fix, denken über ihre Themen. Fix, halt wow, es ist echt digital alles. Es ist echt ziemlich cool. Podcast 2 Tomaten. Hallo und herzlich willkommen. Wow, cool, hallo. Dass ihr da seid, dass ihr auch wow. So digital unterwegs seid. Der hört sich auch so an wie ich, ne? Das ja, mega, der hört sich, der, wollte ich gerade sagen, der klingt fast so wie du. Irre. Also ich finde es auch Wahnsinn. Stefan. Stefan anscheinend heißt er, ja. SP Digi Stefan. SP Digi Wann hast du das gemacht? Ich habe das gar also nicht gemacht. Ich bin einfach die auf die SPD. Ich bin auf die SPD.de-Seite gegangen mit dem hoffentlich bald neuen Fraktionsvorsitzenden Jan Böhmermann und habe gesehen, dass er direkt diese Partei umkrempelt von unten nach oben. Ich finde das gut. Er ist ja auch so digital. Und junge Leute anwerben möchte durch eine Kampagne, wo halt auch direkt Digi mit drin ist, weil das ist so ein jugendlicher Hip-Hop-Begriff. Ja. Hi, na, was geht? Ja, hi, hey. Also, es ist. Ich finde auch, das ist die beste Art und Weise, um umzugehen, weil jetzt einfach darüber zu reden, was da passiert ist, finde ich auch ein bisschen. Das ist schon fast überflüssig, oder? Weiß ich nicht. Ich habe es dir auf jeden Fall aufgeschrieben. Da ich aber dir gerade schon erzählt habe, dass ich das erste Mal seit 4 Wochen keine Zahnschmerzen mehr habe, bin ich gerade übergesprotzt vor und das erste Mal seit 4 Wochen auch wieder vernünftig geschlafen habe, dementsprechend. Das muss komisch sein. Und ich hatte gerade, wie lange? 10, 15 Minuten Zeit und dachte mir dann, how about that, ne? Also es war dafür ganz okay, glaube ich. Ich dachte, hast du es wirklich jetzt gerade gemacht in der Wartezeit? Ja, kein Scheiß. Nicht dein Ernst? Doch. Geil. Aber gibt es da so in dem Programm, was du benutzt, gibt es so Radio-Wow-Einblendung oder hast du alles selber gemacht? Ich bin tatsächlich auf eine Radio-Jingle-Webseite gegangen und habe danach Free Radio Shit gesucht. Geil. Dass wir ja kein Geld bezahlen müssen geil, dafür. Geil. Ja, wir haben ja also nichts. Von daher, ja. Ja. Ich war nämlich gerade. Was war das denn gerade? Was denn? Ich habe ganz normal geredet. Okay. Ich war gerade bei der IFA, habe ich erzählt. Ich war aber nicht drin. Wie? Ich hatte nichts für den Podcast so richtig vorbereitet. Und dann ist meine Airbnb-Mitbewohnerin ist gerade auf der IFA und dreht da für eine Firma. Und das ist auf der anderen Seite der Stadt. In Berlin. Ja. Und dann hat sie was vergessen. Und dann war ich so, fuck, brich hier auf gar keinen Fall. Ich muss gleich den Podcast aufnehmen. Und dann war ich so, fuck, ich hab noch nichts vorbereitet. Ich glaube, ich fahre mit dem Roller schnell zur IFA, damit ich irgendwas Roller? Erleben kann. Ja, mit so Elektrorollern. Nee. Ja, mit so einem Elektrorollern, also nicht mit einem Tretroller, sondern diesen, wo man schon drauf sitzt. Ah, ach so. Okay. Die gibt's ja hier, in Berlin. Echt? Auch. Ja, 2 Stück, 2 verschiedene Firmen. Wusstest du nicht? Geil, voll cool, wusste ich wirklich nicht. Mega für den Sommer. Das ist das Beste, was du machen kannst. Ich bin noch morgen ja, da. Ja, dann schnell, weil die sind ja im Winter sind die ausgeschaltet. Wie heißen die denn? Lass uns mal Werbung machen. Damit wir keine Werbung machen. Okay, ja, es heißt so cool. Ähnlich wie Emmy, also Emma und Kur, also Coop eigentlich.
Das ist okay, so und diese E-Roller-Anbieter, die heißen ähnlich wie Löwetier und so wie Zitrone, Limette, Leim. Aber ich will es jetzt nicht klar sagen. Nein, ich finde die voll toll. Ich wollte auch schon mal Werbung für die machen, aber die wollten nicht, die Schweine. Da habe ich gesagt, hau ab. Hallo, wollt ihr mir Geld geben? So eine Anfrage wieder. Ja, hallo, ich will Geld. Ja, nee, die sind wirklich ganz, ganz toll. Aber das Ding ist, ich hab den dann genommen, weil ich dachte, die Stadt ist voll und ich komme mit dem Roller schneller durch. Und als ich dann völlig durchgefroren da ankam, habe ich gemerkt, dass die Stadt völlig leer ist. Also zumindest die Autobahn und die Straßen, weil die Leute alle plötzlich öffentliche fahren. Die im Radio machen einen verrückt, weil es ist ja gerade IFA in Berlin und das Lollapalooza-Festival. Was ist denn IFA überhaupt? Kennst du nicht, ne? Ja, also ich habe es immer wieder gehört, weil alle Leute da gebucht werden. Aber du kennst es wirklich nicht? Eine internationale Faschisten-Ansammlung, genau. Und da das war's mit meinen Jobs für die Messe. Genau, hier habt ihr es gehört. So. Da ist auch der SPD-Diggi Stefan vor Ort und will so ein bisschen irre, den würde ich so gern mal treffen, ne? Oh, neues Videoformat incoming. Nein. Doch, bitte. Kannst du das mal bitte machen? Erst wenn der Böhmermann das Ding rockt, dann bin ich direkt Parteimitglied. Aber ich habe das ja nur gesehen, ich habe das so als Video gesehen, ohne Ton, weil ich gerade weg so am Rumschalten war. Gibt's das wirklich? Also ist das so eine Sache, die er wirklich macht? Oder ich dachte, das wäre nur so ein Einspieler für die Sendung. Nö, du musst da fünf Unterbezirke oder so gewinnen und dann kannst du dich da offiziell aufstellen lassen. Ha. Also so kleinere Städte halt, weißt du? Und ich glaube, da pokert er schon drauf. Ich glaube, es ist auch die Zeit, wo sowas einfach passieren könnte. Und wenn natürlich. Das passiert, dann ist Krieg. Nein. Natürlich. Natürlich. Ja, wenn ich jetzt, wer dann? Und jetzt gerade werden ja auch so geht das Lied nicht. Wenn nicht jetzt. Wer dann? Ich muss mal ganz kurz die Türe zumachen. Ja, bitte, weil ich so laut bin. Und, ja, wenn du so laut bist, halt. Und es ist ja auch sehr unpolitisch hier, deswegen Russland und Ukraine tauschen ja jetzt Gefangene aus. Hast du gehört? Du hörst mich gar nicht, ne? Jetzt höre ich dich. Ja, Russland und Ukraine tauschen jetzt Gefangene aus. Hast du gehört? Ne, ist ja voll der Fortschritt. Ja, was würde wohl der SPD-Diggi dazu sagen? Der SPD-Diggi finde ich ganz gut. Damit, vor allem, ich find den Untertext ganz lustig, wenn die dann sagen, das machen die, damit die Länder ihr Verhältnis ein bisschen verbessern können. Wo ich denke, okay, vielleicht ist das ein guter Anfang. Vielleicht auch weniger Land annektieren, wäre auch ein Weg. Vielleicht. Für bessere Verhältnisse zwischen den beiden Ländern. Man könnte drüber reden. Vielleicht hören wir ja zu der Thematik. Warte mal, ich höre dich gerade nicht mehr. Stopp! Oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Oh Gott. Stopp, hallo? Jetzt. Oh Gott, hallo. Ich habe dich kurz nicht gehört, Entschuldigung. Oh Gott, ich hatte ein bisschen Panik gerade. Ja, zu Recht. Technik. Ja. Was hast du gerade gesagt? Das war, glaube ich, ziemlich spannend. Ich hab gesagt, wir hören ja vielleicht was zu der Thematik bei der nächsten CSU-U-Folge. Yes! Weil das ist jetzt mein Mittel, um mich zu informieren über das, was in der Welt abgeht. Woo! Und dann so drei Jahre alte Kinder argumentieren besser, ne? Aber die Greta, die hat selber die Umwelt verschmort, Mama. Ja. Und die hat angefangen, die Greta. Ist auf jeden Fall absolut schwierige Zeit gerade. Es ist wirklich so schwer, ey. Ich krieg auch die Hände nicht mehr von meinem Gesicht. Es ist aber wieder. Halt jeden Tag mehr, ne? Irgendwann laufen wir, glaube ich, alle die ganze Zeit so rum und dann so, oh Gott, was passiert mir hier? Oh nee, oh nee, oh nee. Es gibt ein sehr schönes Meme von Colbert im Internet, wo er sich so eine Hand ins Gesicht schlägt und dann noch eine zweite und dann plötzlich kommt noch von unter dem Tisch eine dritte und eine vierte Hand dazu. Ja, ja, ja. So fühle ich mich. Wenn ich CSU... Und hast du dieses Vergleichsfoto gesehen? Wie der Typ aussah im Juni und wie er jetzt im August aussah für das Video, CSU? Nee. Alter, das ist der Vorsah exakt 1:1 so aus wie Amthor. Vielleicht war es sogar Amthor. Ich glaube, es war Amthor. Aber das ist so, ich raff's halt nicht. Der ist nämlich überall dabei. Ich raff's alles nicht. Ist das, weißt du, in mir drin ist halt so ein Ding, wo ich mir denke, ist das Umbruch? Also, weil es so chaotisch ist, weil halt gerade, weil gerade so viel junge Leute nachziehen und das jetzt so durchwechselt und die ganz anders drauf sind als die Alten, die aber nicht weggehen wollen. Ist das deswegen so? Oder ist es einfach nur so eine
irgendjemand hat so einen falschen Zahlencode in die scheiße Matrix eingegeben und irgendwie rastet jeder Punkt in dieser Welt gerade aus. Aber keiner macht so Krieg, weißt du? Wie keiner macht Krieg? Ja, weil irgendwie ist ja trotzdem dann so. Also, ne, also eine Grundangst ist irgendwie immer da, seitdem der verrückte Orangemann, der andere komische Haarmann in England und, ja, das ist Russland. Ja auch, ja! Ja, ja, genau. Entschuldigung, aber das Brexit-Thema ist der es rein, ist auch nur noch politisch, also wir nennen uns angeblich ein Comedy-Podcast und wir machen nur noch Politik seit fucking 18 Folgen, weil wir auch nicht drum rumkommen. Ja, aber es ist doch Comedy, es ist doch fucking Comedy. Ja, wir wollen raus. Wollen wir raus? Weiß ich nicht, wollen wir raus? Ich glaube, wir gehen raus. Wollen wir raus? Ich glaube, wir gehen raus. Wollen wir jetzt, pass auf, jetzt gehen wir raus. Nein, wir gehen nicht raus. Ich wünsche mir halt einfach so die jetzigen Fortschritte gesellschaftlich. Weißt du, was ich meine? So Frauen, alles andere. Ja. So, ne, also wenn nur jeder das so mit Herz umsetzen würde wie du, wenn das jeder machen würde, Frauen und so. Ja, gesellschaftliche Fortschritte, Frauen und so, finde ich gut. Ich möchte das gerne alles beibehalten, aber auf der anderen Seite gerne diese vornehme Frömmlichkeit aus den 70er, 80ern, weißt du, die Leute hatten zueinander, wo du schon, wenn du genießt hast, in der falschen Position einfach geläutert warst und deinen Job und dein Leben fast verloren hast. Weißt du, so ein bisschen. Vielleicht aber dafür ist die italienische Mafia, die fehlt. Vielleicht ist es die. Aber dafür musst du auch eine Frau sein, um dann deinen Job zu verlieren. Dann ging das auch. Nee. Das ging auch, wenn du so als Präsident irgendwie aufgestellt wurdest und dann hast du so genießt bei einem Vortrag, waren alle so, der genießt. Was soll man denn machen? Dann hat der Verhandlungen mit dem Gorbatschow und dann niest er dem ins Gesicht. Machen wir nicht, den will ich nicht. Geht nicht, möchte ich auch nicht. Ja, keine Ahnung. Oh Gott, aber hey, aber jetzt mal ganz kurz, wir brauchen auch nicht drüber reden. Die zerstören sich schon selber und die machen da schon genug Comedy. Aber was ich noch nicht ganz verstanden habe, es ist doch in Großbritannien diese Königin-Sache und so, ne? Es ist doch eine konstitutionelle Dings da, wie heißt das? Ja. Monarchie. Das heißt doch per Definition, dass es nur noch Deko ist. Ja. Dachte ich, wurde mir so beigebracht. Jetzt erfahre ich, dass trotzdem noch eine Unterschrift von der Königin irgendwo drunter muss, damit das auch wirklich zertifiziert wird, damit das auch wirklich durchkommt. Was ist denn da? Hä? Ja, aber ich glaube, das ist eher zeremoniell gedacht, anstatt dass es irgendeine wirkliche Bedeutungskraft dahinter hat. Ja, aber anscheinend hat das eine Bedeutung, weil wenn die das nicht macht, dann ist das nicht. Aber du, ich bin da auch in meiner kleinen Lücke, ich kann es dir auch nicht erklären. Bei mir ist es auch immer so, wenn es dann halt nicht so wichtig ist, warum hat es denn doch so eine Wichtigkeit? Ist es nur durch Medienrummel drumrum? Weil wir hatten jetzt die geschwängert und oh mein Gott, die Schauspielerin mit afroamerikanischem Hintergrund. Oh, so. Ist deswegen jetzt so interessant und alle Leute finden es dann geil oder weil wenn es halt so unwichtig wäre, ne, dann wird ja auch nicht jeder andere Staatschef immer nur zu der alten Frau gehen und mit der durch irgendeinen Garten jockeln und einen Tee trinken und mal zu dem ist PR. Das ist PR. Ja, genau, aber es ist ja trotzdem noch eine Etikette und eine Höflichkeitsform, die da vorgelegt wird und das stellt ja eine gewisse Wichtigkeit voran. Ja. Aber was es ja dann eigentlich ist, ist ja eigentlich nur ein Schauspiel. Ja, PR-Schauspiel. Es ist alles, okay. Wenn du setzt dich damit gut und damit setzt du dich gut mit dem Land sozusagen. Also es ist. Ja, aber so lange habe ich gesagt, ja, wenn ich mit dir Tee trinke und dann bin ich gut mit England, ist okay. Aber wenn sie jetzt noch unterschreiben muss, damit ich da irgendwie meine Waffen kaufen kann, dann finde ich das aber nicht gut, also weil hier steht konstitutionell drunter. Ich habe es auch nicht 100% gerafft. Meine Cousine hat mal sich in London, ein bisschen weiter außerhalb, aber halt immer noch London, ein Grundstück gekauft und da war es saniert, ne? Also das Haus, was da drauf stand. Ja. Relativ lange irgendwie so, 5, 6, 7, 8 Jahre. Und dann meine ich so, ist ja übel krass, dass du in London jetzt was gekauft hast. Und dann meinte die so, nee, du kannst immer nur für 20 oder 25 Jahre das mieten von der Queen und musst dann nochmal so eine Auflage kriegen und nochmal was dafür bezahlen. Wo ich mir auch dachte so, aber wenn das doch alles nur hä? Ja. So, dann würde ich auch gerne die PR-Familie sein in dem großen weißen Haus bei dem Kreisverkehr-Ding da. Weißt ja, du? Wobei das ja ein bisschen, ich finde, da gibt es Unterschiede, weil also, dass sie da quasi trotzdem noch in der Monarchie vorhanden ist und dass da irgendwelche wirtschaftlichen Strukturen immer noch mit sich bringt, das finde ich einigermaßen nachvollziehbar.
Beziehungsweise, das würde mich jetzt nicht so raushauen, wie die Tatsache, dass bei wichtigen Bestimmungen vom Parlament immer noch diese Unterschrift da sein muss. Das ist, finde ich, ein großer Unterschied. Ja, es ist skurril und mega weird, dass man irgendwie Eigentum tatsächlich von der Queen irgendwie mietet, aber das ist dann irgendwie auch, das ist dann nur so ein Synonym quasi. Du kaufst es, du mietest es dann vom von dieser Monarchie. Du musst das ja erneuern lassen, ne? Das ist ja wirklich eine Miete auf Zeit. Ja, aber es könnte ja auch eine Firma sein, die das macht. So. Also, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, dann wäre ich aber gerne die Firma. Kaufen Sie gerne ein Haus bei uns. Jede 25 Jahre nochmal ein bisschen Kohle rein. Ja, aber das ist doch mein Haus. Nee. Sie mieten das von mir. Auf 25 Jahre. Das ist so ein bisschen wie wenn man irgendwo anfängt zu arbeiten und man muss für das Namensschild zahlen, was für einen gemacht wird, aber es gehört immer noch der Firma. Hm. Ist genau so. Also die Queen ist eine Fastfood-Kette. Ja, gibt's super Burger. Gibt's. Ich war die Woche ja wegen geheimer Mission auch in Paris. Hab ich gehört. Und hab da Five Guys das erste Mal gegessen. Ne? Wie, du hast hier in Berlin nicht Five Guys gegessen? Noch nie habe ich das gegessen. Und alle immer so, oh mein Gott, Five Guys, oh mein Gott, oh mein Gott. Ist nicht so toll. Gott. Es ist wirklich nicht so toll. Es ist kacke. Also. Und dafür kostet der Burger, wenn du ihn einigermaßen ausstattest, weil der Clou ist ja bei Five Guys, dass du vorne so einzelne Sachen noch dazu reintust in den Burger. Also du sagst nicht, du willst einen Cheeseburger, sondern du willst den Burger mit X. Und wenn du da ein bisschen was reintust, dann kostet der 12 Euro oder so. Mhm. Und dafür schmeckt der ganz schön scheiße oder gewöhnlich. Ja, gewöhnlich halt. Gewöhnlich. Ne? Ist halt ein Luffes Patty mit ein bisschen Hackfleisch kleingedrückt. Fast about nothing. Ich hatte dann noch so einen Shake dazu. Der ist und, gut. So ein Shake okay. Mit Vanilleshake, einfach nur Oreos drin. That's it. So die beiden Sachen. Ach so, ja, ich nehme immer nur Vanille normal. Für einen Rückweg im TGV. Oh, ne? Kannst du mal sagen, bitte, langsam? TGV. Oh. Leg dich hin. TGV. Ui, ui. TGV über dich drüber. Ui. 3,5 Stunden. So, okay. Oh. Oh, ey. Oh, ey. Ja, ich habe auf jeden Fall mir das dann mitgenommen für den Rückweg. Und ich muss sagen, so viel Zucker auf einmal, da bin ich schon so alt, dass ich auf jeden Fall fest behaupten kann, ich habe in meinem Leben noch nie so Kopfschmerzen am nächsten Tag gehabt. Ne? Ich hätte da 8 Liter Wasser drauf trinken müssen. Doch, sobald Zucker zu viel, dann zieht sich bei mir alles zusammen und der Körper kompensiert das mit Wasser. Ich glaube, das ist Diabetes. Könnte sein. Nein, vielleicht bist du Diabetiker. Aber doch mal nach, einfach frag danach, doch mal nach. Warte mal, ich frage mal kurz. Ist Diabetiker? SPD? Digimann? Warum fragst du denn die SPD nach Diabetes? Der sitzt hier noch. Steffen? Vielleicht kennt er sich aus. Kann ja sein. Vielleicht hat er eine Tante, die Arzthelferin oder Arzt selber. Kann ja auch Arzt sein selber. Was ist? Er sagt, es kommt davon, dass ich nichts mehr getrunken habe ab 18 Uhr. Ah ja, du musst trinken. Hätte auch, du musst. Hätte auch daran du musst ja. Bitte unbedingt musst du hydrieren. Ja, wichtig. Wichtig. Warum warst du beim Zahnarzt? Ich hatte einen Termin seit langer Zeit schon, den habe ich immer wieder verschoben wegen Events. Und es war aber bei mir war es relativ langweilig, sie haben zwei Füllungen gleich gemacht. Sie haben gleich zwei gemacht. Sie wusste gleich, die eine, okay, und die andere ist ein bisschen kleiner, das machen wir auch noch schnell. Und, also Fresse betäubt auch? Komplett. Alles. Unten links und oben rechts. Und sie sagte, soll ich vielleicht vorher. Ja, bitte! Okay. Und dann hat sie reingespritzt und dann habe ich es als sie angefangen hat, habe ich es immer noch gemerkt, so ein bisschen gezuckt, hat sie gesagt, soll ich vielleicht doch nochmal, ja bitte! Und dann hat sie nochmal nachgelegt. Und dann hat sie nochmal ordentlich nachgelegt. Und dazu muss ich sagen, ich bin ein sehr, sehr großer Freund der Betäubung. Ich werde niemals das ohne machen. Ist mir scheißegal, wie mich Leute volllabern, wie du zum Beispiel, dass sie gerne den Schmerz in Kauf nehmen und so. Hä? Nee. Normale Betäubung, ja, aber Narkose ist was anderes. Ach so, verstehe, mit dem Pimmel und so. Okay, verstehe. Genau. Okay, aber dazu muss ich sagen, ich bin großer Freund davon. Aber dieses Mal tat das Abklingen doch ein bisschen weh. Kennst du das? Ja. Frag mal, gestern. Früher hatte ich das gar nicht. Ja, du erzählst jetzt auch gleich nochmal. Aber das tat echt weh. Und ich dachte erst, es ist der Zahn, dann nach der Behandlung, dass der irgendwie so weh tut. Aber ich glaube, es war einfach nur das Abklingen der Betäubung, das sehr, sehr schmerzhaft war. Komischerweise. Vielleicht kann uns das nochmal jemand erklären. Wir haben ja so viele Biologen. Unter unseren 135 Zuhörern, die da was zu sagen könnten.
Und du warst auch beim Zahnarzt, ne? Ja, ich habe ja auch Zahnarzt, ja, hey, wer hätte es gedacht, dieser Podcast begleitet diese Leiden, den Leidensweg absolut. Und es ist auch leider nicht das letzte Mal dieses Jahr, das weiß ich auf jeden Fall. Oh. Angefangen mit 6 Jahre vom Zahnarzt gedrückt. Und dann musste ich hin, weil Weisheitszähne ganz, also einer war heftig zersetzt und der hat halt unfassbar wehgetan. Und da konnte ich mich dann auch nicht mehr drum rumdrücken. Tolle Ärzte haben das super gemacht, habe irgendwie 10 Minuten gebraucht, die zwei beiden rechten Weisheitszähne gezogen bekommen und dann haben wir schon einen Termin gemacht, obwohl ich mich oder lange nicht da war, hatte ich natürlich 3 Kariesbefälle an Zähnen, auch da, wo der Weisheitszahn war, in dem Zwischenraum, wo man nicht putzen konnte. Ja. Heißt, ich hatte einen Nachfolgetermin, 2 Stück, wo wir dann eben diese Kariesteile, genau wie bei dir gestern, betäubt, gefüllt und whatever haben. Ne? Also alles gut gelopen. So, dann habe ich in meinem Leben war, oder bei mir in meiner Welt waren es so vor 2 Wochen, war aber tatsächlich dann Anfang Juni, also vor 2 Monaten, nochmal Schmerzen gehabt, die auch wieder in der rechten Wange waren, ähnlich zu dem Schmerz vom Weisheitszahn. Nur dieses Mal hat das so über die ganze Wange gestreut und ich war so, hä, fuck, was ist das denn? Oh, oh. Dann hat auf einmal ein Zahn angefangen zu pochen in meinem Mund und dann dachte ich mir so, hä? Also so da drunter, ne? Also immer so bumm, bumm, zum Pulsschlag, so bumm, bumm. Also als wenn da nochmal die Halsschlagader, im Prinzip müsst ihr euch vorstellen, einfach direkt ins Zahnfleisch über den Zahn gesetzt worden wäre. So in der Feste auch. Dann bin ich halt zum Zahnarzt nach 2 Tagen, weil ich mir dachte, oh, das tut schon wieder weh. Und dann haben wir so einen Kältetest gemacht und dann bin ich halt da, habe ich auch im Podcast hier erzählt, vom Stuhl gesprungen, weil das so unfassbar wehgetan hat. Und da hat die liebe Zahnärztin dann gesagt, ja, das sieht aus wie ein Problem an der Wurzel und was tut denn weh und pocht es? Und dann hat es halt nur einen Tag gepocht, da habe ich gesagt, nö, tut's nicht mehr. Und ich habe eine Ibuprofen genommen, 400, eine halbe und jetzt ist eigentlich auch gut, jetzt habe ich keine Schmerzen mehr. So, dann war das Thema eigentlich durch und jetzt vor 3 Wochen dann ungefähr hat es leicht wieder angefangen und ich habe mir jetzt nichts dabei gedacht, habe einmal noch mal eine Ibo genommen, war wieder weg, das Ding, ne? So, und dann hat aber immer wieder meine Wange wehgetan, also wirklich dann der Schmerz sich gezogen in die Wange, unten auf die Zahnreihe, dann teilweise sich so angefühlt, als wenn meine ganze Mundinnenraum brennen würde, bis dann irgendwann am Anfang dieser Woche so eine Steigerung war, dass ich wirklich angefangen habe, von selbst an Schmerztabletten zu nehmen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und ich umgehe das, wir reden zwar viel drüber, ich habe in meinem Leben auch noch nie so viel Schmerzmittel genommen wie dieses Jahr, aber ich umgehe das mit aller Macht, wenn ich es kann. Ja. Und habe dann halt demnach direkt Anfang der Woche auch einen Zahnarzt angerufen und meinte so, hey, ich glaube, da ist wieder was, weil tut weh jetzt seit einer Weile. Es ist immer, es kommt und dann ist es 2 Stunden weg und dann kommt es wieder eine Stunde und dann ist es wieder 3-4 Stunden weg. Und tut weh aber. Und dann meinten die, ja, dann gehen sie mal direkt zu unserem Wurzelspezialisten. Wurzelspezialisten. Nein. Und dann bin ich zu dem hingegangen. Sehr netter Mann. Und der hat das geröntgt und hat gesagt, ja, da ist jetzt eine Wurzelbehandlung unabdingbar. Und dem habe ich gesagt, wissen Sie was, wir können alles mit mir machen, außer da nochmal so Kälte dran zu halten, weil das, haha, mache ich nicht mit. Und dann hat er das so angeguckt, hat das geröntgt und meinte so, ja, das ist ziemlich krass geschwollen. Klar, dass das wehtut und sich auf den Mund auswirkt. Und dann meinte der so, für mich wäre es aber trotzdem wichtig zu wissen, für den Eingriff, den wir dann schon morgen machen können, also für mich jetzt am Freitag, gestern, wir nehmen jetzt am Samstag auch auf. Oh Gott. Dann meinte ich so, okay, dann machen sie mal, aber ich kann für nichts garantieren. Und dann hielt er das so da dran und nix. Gar nichts. Und da meinte der so, wissen Sie, was das für ein Zeichen ist, dass sie nichts mehr von der Kälte merken? Ich so, was? Tot. Der so, der Zahn ist komplett tot. Genau. Und da dachte ich mir, das ist ja total toll. Das ist ja richtig toll. Ist aber nicht so schlimm. Richtig. Und dann habe ich ihn halt nur gefragt. Ich meinte halt so, yo, es gibt halt schon einen Grund, warum ich nicht gerne zum Zahnarzt gehe, weil mich mein damaliger Zahnarzt halt nie betäubt hat und ich halt super Schiss halt davor hatte. Und seitdem ich ausgezogen bin, war ich halt so, ja, fuck it, ne, das ist ein Scheißgefühl für mich, deswegen gehe ich nicht mehr dahin. Ist eine dumme Reaktion. Ja, ein bisschen. Ist aber der Auslöser gewesen. Jetzt dieses Jahr, wie gesagt, viele Nachholtermine, ist auch mein Fehler. Meinte ich so, woher kommt das denn? Dann meinte er, meine Füllung
die ich jetzt habe machen lassen vom Karies, ne? Mein Kiefer ist leicht schräg, voll medizinisch gerade, sorry, voll der Downer, Leute. ist leicht schräg, aber, und ich, durch den Stress, den ich habe, knirsche ich wohl nachts und drücke ziemlich krass auf meinen Kiefer. Und weil der Kiefer verstellt ist, habe ich genau auf diese Füllung gedrückt. Ja. Und der war sowieso schon entzündet von der Füllung. Das heißt, ich habe jetzt einfach 2 Monate lang genau auf diesen Punkt gedrückt. Geil. Die ganze Zeit, jede Nacht. Und deswegen ist es dann komplett krass eskaliert und hat sich entzündet. Das war das. Eingriff war super. Hat mega viel Spaß gemacht. Das ist der erste Mensch in meinem Leben, wo ich sagen muss, hat übrigens 70 Minuten gedauert. Ne? Also Das war richtig krass, ja. Und das ist der erste Zahnarzt, wo ich sagen muss, der spritzt so gut, dass ich nichts gemerkt habe von den Spritzen. Gar nichts. Mega krass, genau. Und wir mussten uns dann immer weiter vortasten, weil du gehst dann ja in mehrere solche Wurzelkanäle rein, die er dann reinigt und betäubt, whatever. Und der hat das aufgemacht und ich kriege diesen Geruch nicht mehr aus der Nase. Das hat so verwest gerochen. Ja. Und ich war dann so, und da war danach ich so, ja krass, auch mit dem Bohrer, dass es dann so riecht, wenn die den Zahn abtragen. Der so, nee, das war ihr Zahn, was da drin war. Und ich so, was? Das hat ja so ekelhaft verdorben gerochen. Der so, ja, das war ganz gut, dass wir das jetzt gemacht haben. Sonst hätte das auf jeden Fall ganz übel ausgehen können. Also jetzt Glück im Unglück wirklich gehabt, Nachholtermin noch, um den Zahn zu füllen, habe ich dann auch später. Ja, man muss erstmal offen lassen Schmerzen. So gleich, ne? Man muss erst, der hat das gefüllt, also mit so einer vorübergehenden Geschichte. Ja, aber mit so einem Zeug, genau. Was erstmal desinfiziert und so, und dann muss das wieder raus, ein neues Zeug richtig zumachen, habe ich. Genau, ich dann, mich genau. Aber der meinte, das ist halt ohne Betäubung. Also meinte, das ist alles so gut gelaufen. Das ist alles RIP dann. Da wäre er sehr, sehr sicher, dass das ohne Betäubung funktioniert. Hab aber auch noch nie so einen Menschen getroffen, der nur in Wahrscheinlichkeiten spricht, ne? Weil ich meinte halt so, ich habe halt Angst hiervor, wird das wehtun? Dann meinte er, kann wehtun, kann nicht wehtun. Ich so, das hilft mir nicht. Und dann meinte er, ja, ich will Ihnen jetzt nicht sagen, dass es nicht wehtut, wenn es wehtun kann. Und ich so, aber was heißt das denn? Tut es im Regelfall nicht weh? Im Regelfall tut es nicht weh, kann aber wehtun. Ich so, stopp! Und so hat er die ganze Zeit mit mir geredet. Ich so, okay, und jetzt kommt dann die Spritze und was machen wir genau? Und dann meinte er, ich erzähle jetzt, was wir genau machen. Ich so, nee, will ich gar nicht wissen. Meint er, ja, es könnte jetzt wehtun oder nicht? Und ich so, was? So, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall ein Akt. Es hat auch an manchen Stellen echt geziept und bestimmt haben wir 8 oder 9 Mal nachgespritzt dann immer an den einzelnen Stellen. Ja, immer rein damit. Boah, ey. Und das war aber sehr, sehr gut gespritzt, muss ich sagen. Der hat das sehr gut gemacht. Die Betäubung ging so schnell danach weg wie nie. Und ich habe jetzt das erste Mal seit wirklich Wochen, müsst ihr euch vorstellen, keine Schmerzen mehr in der Wange. Der Zahn ist langsam am Abschwillen. Ich kann wieder vernünftig aufbeißen, habe nicht direkt als ersten Kontaktpunkt diesen einen Zahn. Und das war meine 10 Minuten Leidensgeschichte, die ich jetzt aufgezwungen habe. Und aber dann hat er mir noch krass. 3000 andere Sachen gesagt. Er meinte, ja, sie müssen noch mal eine Grundreinigung machen lassen. Dann müssen sie sich die Brackets entfernen lassen, weil ich immer noch von so einer Schiene Brackets habe. Dann soll ich bitte noch mal zu so einer komischen Zahnfleischvorsorge-Geschichte gehen. Ja, aber die Moral von der Geschichte, Leute, geht zum Zahnarzt, weil irgendwann ist irgendwas, was so schlimm ist, dass dann euch wirklich der Arsch platzt. Also egal, wie viel Angst ihr habt und egal, wie ihr das aufschiebt, weil es Schmerzen besonders, die sind gut. Hinda. Die sind gut. Ja, und ich habe einen Kumpel. Du merkst nichts, du liegst einfach nur da. Das ist so krank. Alle immer so, Zahnarzt, voll Angst, Schmerzen. Und ich denke mir so, ich auch bei mir selber, warum? Du kommst da wirklich hin und dann sagen die dir, ja, ich kann dir jetzt erklären, was wir machen. Nee, ist okay, machen Sie ja. Ich will, weil das ist dann so, es könnte, hätte, würde, so Konjunktiv-Scheiße, habe ich gar keinen Bock drauf. Und dann sagst du, mach Spritze ins Maul. Und dann legst du dich nach hinten und sagst du den, kann ich Poker hören? Und dann höre ich mir einen Podcast an. Übrigens, sehr geil, hab schön das Podcast-UFO, die letzte Folge zu dem Zeitpunkt jetzt angehört. Weißt du, worum es da geht, direkt da drin? Nein. Dass du beim Zahnarzt liegst und einfach mal mittendrin deine Augen aufreißen sollst und den fremden Leuten, die dir in deine Fresse gucken, einfach mal tief in die Augen gucken sollst. Und ich lieg da so und musste so lachen, dass ich diese Scheiße gerade höre. Ja, und die ganze Zeit Stefan Titzlord hier in mein Ohr flüstert, jetzt mach mal die Ohren auf und jetzt guck dir mal ins Auge. Augen auf, und Ohren auf, finde ich auch lustig. Es geht die ganze Zeit um Zahnarzt. Das ey, weil so ich habe genau das, als ich beim Zahnarzt sag, habe ich genau das gedacht. Wie viele Menschen lassen die Augen offen? Ja. Du machst auch zu, ne? Ja. Aber gibt's, dann entspanne ich mich. Gibt es Leute da draußen, die Augen offen lassen während der Behandlung? Ich glaube nämlich ja. Mich würde interessieren, wie hoch der Prozentsatz ist. Ich glaube, ich werde einen Tweet dazu raushauen.
Ja. Die Folge kommt ja schon heute. Wir nehmen ja heute wirklich, also kurz vor knapp auf. Ja. Da will ich einen Tweet zu raus haben mit so einem Poll, da könnt ihr mal abstimmen. Genau. Ja, und ich habe übrigens auch, ich habe dir noch erzählt von meinem Weisheitszahn, der quer wächst. Ja. Der wächst ja quer. Und das ist auch schon, da sagt sie, es höchste Eisenbahn jetzt. Das sagt sie mir seit 2 Jahren. Und dieses Mal war sie so, oh, da kam jetzt ein Sekret raus sogar. War sie so, oh, zwischendurch, oh, da kam ein Sekret raus. Und wenn ich Sekret höre, dann stelle ich mir vor, wie dieser Zahn irgendwie, weiß ich, abspritzt oder so wie so Ohrenschmalz da so drunter rauskommt. Holt er sich so einen runter, wenn die ja, den was in den Mund ist denn guckt, so. Sekret aus dem Zahn, der da wächst? Der Eiter höchstwahrscheinlich, wa? Ja. Ja, wird mal Eisenbahn jetzt höchste, Arthur. Es wird Eisenbahn. Es wird Eisenbahn, ne? Es wird allerhöchst. Also bei sowas, ganz oben bei sowas die muss Eisenbahn. Ich sagen, da hätte ich dir direkt gesagt, ich bleib heute hier und wir machen das jetzt. Ja, es geht aber nicht. Es geht nicht bei ihr. Ich muss zu einer Kieferchirurgin. Genau. Zum Chirurgen, ja. Ich habe auch schon zwei. Sie hat, wie gesagt, vor 2 Jahren hat sie mir schon Leute empfohlen, wo ich mal hingehen kann. Ich habe immer mal Angst, weil ich dann denke, dass ich 3 Tage lang oder eine Woche ausfalle. Und dann will ich das immer nicht. Ja, man fällt aber schon man ein paar muss Tage machen. Aus. Ja. Man muss das machen. Ja, also ist halt auch immer die Frage, wer es macht. Ne? Es gibt halt dann wirklich, glaube ich, ganz gute oder schlechte. Meiner war ich sehr, Ich glaube, sehr gut. Wenn der Zahn so schief wächst, kannst du der beste fucking Chirurg der Welt sein. Du wirst da irgendwelche Knochen aufmachen müssen. Nee. Weiß also, ich nicht. Vielleicht, ich mich aber nicht es aus. Gibt dann ja immer noch, gibt dann immer noch Stümper und Leute, die es wirklich gut können. Ja, weißt du? Ja. Ja, ich habe mit einer Kollegin hier geredet, die meinte, bei ihr beim Zahnarzt gibt es einen Fernseher an der Decke. Das fand ich genial. Geil. Warum nicht jeder, ne? Geil. Und dann einfach den Patienten von sich aus noch so einen Kopfhörer einfach aufsetzen, weißt du? Und dann können die einfach so National Geographic gucken. Ja, ja. Der Löwe reißt die Gazelle. Meine macht ab und zu Musik an. Und sie hat da, wo man hinguckt. Journey. This is small town girl. Habt ihr auch was von Roxette? Hello, anyone. Aua. Ey, aber da, wo man hinguckt, hat sie so stuckmäßig So wie so ein Amor-Engel an der Wand, mit so einem Penis auch, mit so einem kleinen Penis. Weißt du, so wie man sich die Szene vorstellt an dem Brunnen, nur hat sie so stuckmäßig da an die Decke machen lassen. Das kleine so, Engelpenisse, ja. Ja, und dann einmal war ich, da waren wir drehen im Norden irgendwie wegen irgendwas und habe ich, glaube ich, auch erzählt, musste ich so notfallmäßig zu einer Zahnärztin. Das war die einzige Zahnärztin, die offen hatte, war eine Kinderzahnärztin und die hatte oben an der Decke so Figuren, so Zeichentrickfiguren, die dann lustige Späßchen machen, so hihi, haha, huhu, und sich einen Ball zu werfen und so. Das war toll. Ach du Heiliger, ey. Es war so ein bisschen so, suche den Voldo, nur ohne was Voldo. Was waren das mit diesen, das sind ja immer kleine Kinderengel, ne, die dann das so sind, so. Ja, genau, mit Mini-Penis. War das ein Louis C.K.-Bit, dass alle Steinmetze, die diese Figuren machen, einfach Pädophile sind und das einfach so akzeptiert wird gesellschaftlich? Dass es immer kleine Jungs sind? So, das ist ganz, ganz weird, wenn du so drüber nachdenkst. Es ist einfach so ein gesellschaftliches Ding, dass man durch einen schönen Park geht und ein kleiner Junge pisst aus Stein neben dir. So, und alle sind so, es ist ein schöner Brunnen. Es ist ein schöner Brunnen. Es ist ein ganz komischer Vibe. Ich fand es immer schon ein schöner Brunnen. Ja. Das ist angenehm, der Brunnen. Hast du mal immer so ganz viele Leute mit Trenchcoats um so einen Brunnen hast rum. Hast du mal ein Taschentuch für mich? Oh. Ein bisschen Gel für die Hand. Ich will mal in den Park gehen. Ein bisschen mich entspannt, ne? Oh Gott, ey. Am Brunnen. Mit dem Jungen drauf. Ja. Komisch, dass das ein Louis C.K.-Bit ist. Den ich ja im Disneyland getroffen habe. Vielleicht. Ja, vielleicht. Vielleicht. Weiß keiner. Höchstwahrscheinlich. Hast gesehen? Rockstar Max war jetzt im Disneyland Paris. Hab's gesehen. Hab mich mega abgefuckt, muss ich sagen. Weil du nicht da warst. Na, ihr auch. Aber Rockstar ist so einer, der schreibt dann Tag 1 im Disneyland und der hört ja auch diesen Podcast. Max, liebe Grüße. Ja, hallo. Oder, sorry, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Warum machst du nur Bilder? So, das kann ich ja, du weißt Arsch. Du hast dieses wunderbare Medium, wo du die Taste, wo du Bilder machst, länger gedrückt hältst und es ist ein Bewegtbild, dass du noch so audioell was mitkriegst oder vielleicht auch mal so ein Kind auf die Fresse fällt oder so und du was zu lachen hast. Oh ja. So, nein. Max macht einfach 37.000 Bilder in seine Story und sagt, das war mein erster Tag, das sind die Eindrücke. Das macht mich wütend. So, da ist der Altersunterschied auch zwischen Max und mir, weißt du? Wir haben das gleiche Hobby, wir verstehen uns gut, wir lieben uns teilweise, aber hier ist der Unterschied. Ich mach's im Bewegtbild, Max macht Bilder. Aber und das ist Max so der Punkt, wo man vielleicht mal jetzt mal ein bisschen nochmal einen Schritt zurückgehen sollte vor der Comedy-Tour, damit man keine Dad-Jokes erzählt. Jetzt habe ich's gesagt. Ich habe auch, ja.
Ich habe hier, ich gucke gerade nach, ich habe zum Beispiel auch die Ariel-Fahrt, habe ich auch hier mit Bild. Ja. Toll. Ich suche sie gerade raus für dich. Ah nee, scheiße, ich möchte San Francisco das nicht sehen. Hier. Ich möchte das nicht sehen. Ja. Ach scheiße, schon San Francisco hier. Oh scheiße. Ich bin viel unterwegs. Aha, das war, als wir schon in San Francisco Leute. Waren. Oh, das ist der Schießstand. Oh. So, wo ist Ariel? Ich war richtig glücklich, dass wir Ariel als erstes auch gemacht haben, weil Ariel ja auch meine Lieblingssache ist. Ich finde es jetzt, nee, ist mir scheißegal. Prinzessin, ist das eine neue Prinzessin? Kategorie machen? Ach stimmt, sie wird ja Prinzessin ja, später, ne? Disney-Prinzessin. Neue Kategorie, okay. Deine Lieblingsprinzessin, Zweitlieblingsprinzessin. Zweitlieblings-Disney-Prinzessin. Es ist eine Kategorie, wir brauchen ein Intro. Ach so. Warte, da hab ich, oh, da hab ich das gerade. Warte. Scheiße! Warte. Deine Zweitlieblingsprinzessin von Disney. Zwei? Nur zwei Nein, Stück? Nein, deine Zweitlieblingsprinzessin. Ist nicht die Lieblings-, auch nicht die Drittlieblings-, sondern die Zweitlieblingsprinzessin. Warum fang ich denn bei zwei an? Nein, du fängst nicht an, du hörst da auch auf. Das ist, da, ich will, hey, ich will aber meine liebste Lieblingsprinzessin auch sagen. Die werden wir aber jetzt heute nicht hören. Diese Kategorie wird es bestimmt noch mal geben, irgendwann, wenn wir mal groß sind. Jetzt wollen wir nur die Zweitlieblingsprinzessin wissen. Okay. Was soll ich sagen jetzt? Ja, bitte. Okay, meine zweitliebste, nicht drittliebste, zweitliebste, nicht erstliebste Disney-Prinzessin ist Schneewittchen. Weil die ist so eine Classic-Bitch. Weißt du, jeder kennt Schneewittchen, jeder weiß, wer sie ist. Das ist für mich meine persönliche Nina Hagen. Ganz kurz, ist das die, die einschläft mit den Zwergen? Ja, ja. Okay. Classic-Bitch. Basic auch. Weißt du, die macht so in der Holzhütte. Ja, so aber es Leben. Gibt ja noch Mag eine, ich. Die auch einschläft. Aschenputtel. Ja. Nee. Ja, das ist meine zweitlieblings, aber auch nur Rapunzel. Weil ich meine, ja, Rapunzel. Das ist auch nee. Meine zweite. Weil ich das alles so kacke finde. Was denn deine? Was deine? Ja, das ist die andere, die einschläft. Oder die ja. mit der Erbse, die, warte mal, die mit der Erbse, weil die so eine, aber nur so eine Bitch ist. Da ist überhaupt nichts. Okay. Unter den 18 Matratzen. Jetzt krieg dich mal ein. Oh, ich will noch ein größeres Luxuszimmer haben. Ich schlafe hier ständig auf der Straße. Auf jetzt komm, mach deine erste. Ich kann nicht leben, wenn wir nicht die erste Warum machen. Denn? Nein, das mach ich nicht. Okay, ich mach meine erste. Warum denn? Weil ich das brauche. Ich habe aber zwei erste. Oh, jetzt geht's aber so los. Ich habe so eine es Liste Es gibt nur acht aufgemacht. Oder so. Oder zwölf. Ich habe eine Liste Wie viel aufgemacht. Gibt's denn? Elf, glaube ich. Das hast du aber eine random Zahl gesagt jetzt. Nee, ich habe eine Liste auf. Also, du hast wirklich eine Liste auf. Ja. Also es gibt Schneewittchen, Aschenputtel, Aurora. Wer ist denn Aurora? Heißt die aus Dornröschen. Heißt Aurora. Ich dachte, die hieß Dornröschen. Blöd. Ariel, Belle von Schön und das Biest, Jasmin aus Aladdin, Pocahontas, Mulan, Tina aus Küss den Frosch, Rapunzel. Mulan ist doch keine Prinzessin! Merida, stopp jetzt, ich liebe Mulan. Ja, aber es ist keine Prinzessin, ich liebe auch also, Mulan. Also, bei mir, ich mach's meine Top 3, fick dein Format. Fick. Also, Nummer 3 ist Jasmin. Jasmin fand ich immer geil, deswegen. Jasmin war meine Kindheit, die fand ich immer toll. Die wollte zum Bumsen, bei Aladdin. Ja, und die hat so ein bisschen, Jasmin wurde mir ein bisschen kaputt gemacht durch das Musical in Hamburg, weil das spielt eine Holländerin. Die hat immer gesagt, oh nein, Al, was machst du hier? Wo ist der Teppich? Oh, arabische Welt. Und das wurde mir so krass kaputt gemacht, weil die hat ihren Akzent nicht rausgeprügelt bekommen aus ihrer Stimme. Und das fand ich so kacke irgendwie. Oh nein, was machen wir? Oh, wenn das der Sultan erfährt. Oh, ist mir so auf den Sack gegangen. Aber Jasmin, deswegen ist ja Jasmin meine Eins gewesen. Nummer 2 war was? Was habe ich gesagt? Schneewittchen, weil basic, iconic bitch, Alter. Und Nummer 1 bei mir für mein Leben lang wird immer Pocahontas bleiben. Wingapo, bitch, Alter. Ich liebe Pocahontas. So schön. Alles, so schön, was ich sein ja. möchte, ist so irgendein Vogel, der auf Pocahontas Schulter landet. Ja, okay, ich mach mit. Ich glaube, ich bin da ziemlich, ja, ich meine so wie deine, weil auch Pocahontas finde ich auch gut. Weil die hat auch eine Bindung zu ihren Wurzeln so richtig. Und die weiß ja. auch, worum es geht. Die anderen sind ja. alle so, ah, oh, ich weiß nicht. Die Ariel, was ist mit Ariel los? Oh, Ariel war ich will Beine. Oh, ich will auch mal eine Gabel benutzen. Ja, pff.
Du wehleidiges Stück. Ist, ja, jetzt wein doch nicht. Weißt du, dir wird ja wenigstens nichts weggenommen. Du klaust doch den ganzen Scheiß zusammen und dann sitzt du da drauf. Pocahontas, ihr wird ja das Land gestohlen. Und dann wird ihr auch noch vorgegaukelt von dem blonden Schönling da, dass er da irgendwie Bock drauf hat, das mit ihr zu machen irgendwie und das irgendwie auch friedlich zu machen. Und dann verarscht ihr. Wir bomben alles weg. Und Ariel ist dann... Also Mulan finde ich auch geil, muss ich sagen. Mulan ist auch mega. Ist auch sehr stark einfach. Aber so diese Tiana, Küss den Frosch, habe ich leider nie gesehen. Und Merida habe ich auch nie gesehen. Merida habe ich gesehen, ist auch eine sehr starke Frau. Ja, das ist die mit dem Bogen. Ah. Die kann ganz gut schießen. Und die hat aber einen bösen Vater. Also wie ihr Vater, der findet das alles nicht so gut, was aber so jetzt, macht. Aber jetzt lass mich einfach mal kurz nur durchgehen in meinem Kopf. Hier steht, insgesamt existieren 11 Disney-Prinzessinnen, aber was ist denn mit Frozen? Die sind nicht mit drin. Ja. Ist komisch. Vielleicht, weiß ich nicht. Und mit der einen Tante von der Insel, hier, wie heißt die? Vaiana. Diese. Die ist auch keine Haiti. Prinzessin so richtig. Die ist einfach nur. Doch, die ist Prinzessin von Haiti. Ah, nee. Hawaii. Nee, die ist einfach Bürgerin. Nee. Die ist Bürgerin, die tritt für die Bürgeralternative auf ihrer Insel ein. Die Alternative. Das ist so eine Art Hawaii. AfD. Ist eine Art die, AfD. Die AfA. Und da kommt da so ein Gott. So ein Gott, haben sie gesagt. Stimmt alles nicht. Lügen, Hawaii-Presse. Die ganzen Nazi-Haare haben. Aber sie geht es halt auch ein bisschen anders an, weil die Nazis wollen ja nicht, dass neue Leute reinkommen. Und sie darf aber nicht raus. Nicht hey, raus? Wir wollen raus. Hä? Okay. Die Auswanderungspolitik wird drastisch verschärft. Wir wollen keine Auswanderer mehr in diesem Land. Und auch keine komischen Götter mit Haken in der Hand. Die AfH, Alter. Die AfH, finde ich gut. Die Alternative für Hawaii, Leute. Gründet mal bitte, das wäre toll. Ich bin aber gerade wirklich auch gerade ein bisschen perplex, weil ich finde auch 11 Prinzessinnen, hier 11 Prinzessinnen, da 11 Prinzessinnen. Und fucking Frozen ist ja wohl der aktuell größte Franchise, der die größten, größten Penunzen mit reinbringt. Ja, ja, Elsa, genau. Und die andere... Ganz viel Geld reinbringt. Ja, die bringt wirklich viel. Hatten wir das Thema, dass irgendeine Bio... Hippie-Eltern ihre Kind Elsa genannt haben und sehr unzufrieden damit sind, dass sie assoziiert wird mit dieser Prinzessin. Nee. Hatten wir das? War das nicht Thema bei uns? Nee. Schade. Dann lassen wir es auch lieber weg. Cool. So, das waren unsere Disney-Prinzessin. Spiel uns raus, Johnny. Hast du eigentlich den Tune erkannt? Nee. Sag mir deine. Es ist ein tolles Format, dass wir auch immer bringen können jetzt. Wir machen jetzt jede Folge unsere drei Lieblingsprinzessinnen. Vielleicht verändert sich das. Und dann so Shift, so Mood-Shifts, so, Alter, ich bin voll weg von Mulan. Ich kann nicht mehr. Ich habe jetzt mal so mir reingezogen, was die so tweetet. Die Ull, Alter, nachdem die da China wieder gerettet hat. Oh Gott, Freddy, gibt es Twitter-Accounts von den Prinzessinnen? Gibt es die? Ich bin mir sicher, dass wir jetzt auf Twitter @2tomate ganz schön viel kriegen werden. Fuck, Mulan. Ich gucke jetzt nach. Mulan twittert die ganze Zeit so. Es gibt @Mulan. Ach du Scheiße. Aber das ist ein gesperrter Account. Ist ein Account mit geschützten Tweets. Da muss ich anmelden für, dass sie dich annimmt. Ja, ist halt, das ist wahrscheinlich die echte Mulan. Was sie zu leiten das ist die echte Mulan. Genau. Fuck. Du, sollen wir in nächste Kategorien springen? Welche denn? Ich hätte ein Zitat mitgebracht. Hallo, ja. Da brauche ich deine Gitarre. Ach so, du, was? Zitat der Woche? Ja, klar. Ach so. Zitat der Woche. Hast du was? Ob ich was habe? Ja. Ja, ich habe eine Kleinigkeit. Ja, mach du zuerst. Soll ich eine Kleinigkeit machen? Ist das ein kleines Häppchen, kleine Cookie für unterwegs? Ich bin auch mit dem Roller heute zu IFA gefahren. Und ich habe mich bewusst entschieden für den Weg am Brandenburger Tor entlang.
und musste da kurz halten an der Ampel, genau vor dem Brandenburger Tor. Und ein älteres Touristenpärchen ging an mir vorbei, also gegenüber die grüne Ampel. Und dann drehte sie sich um und er auch. Und dann hob sie so ihren Fotoapparat so leicht hoch und dann Augenbrauen auch hoch. Und dann drehte sie sich zu ihm um und sagte, that's it. Und er so, that's it. Und dann hat sie kurz überlegt und dann hat sie den Fotoapparat wieder weggelegt und sie weitergegangen. Das war ein toller Moment in meinem Leben. Das Zitat, that's it, ist einfach mein kleines Cookie-Zitatchen für euch da draußen. Aber das ist ja immer so, ne? Sehenswürdigkeiten immer unfassbar klein. Immer 10-mal kleiner als sie. Ja. Als wir in Disneyland waren und da, ich dachte, das ist ein fucking echtes Schloss und dann ist das so groß wie ein Familienhaus. Ja. Es ist ja wirklich so, ne? Es ist wirklich schwierig. Fühlst du gerade? Suchst du gerade was? Oder? Ich habe, glaube ich, gerade mal. Ich wollte gerade mal gucken, ob mein Penis noch da ist. Ich weiß gar nicht, was gerade passiert ist. Zitat der Woche. So, das sind jetzt die letzten 5 Tage Schmerzmittel, die noch kicken. Ich bin die letzten Tage hier aus meinem Büro rausgegangen. Deswegen komme ich da drauf gerade. Und da war eine Hausparty. Direkt irgendwie auf der Straße, um die Ecke. Eine Straßenparty also. Genau, aber die sind halt auch irgendwie raus, auf die Straße gegangen. Und dann saßen die da, dann bin ich halt vorbeigegangen und habe Folgendes aufgeschnappt. Und ich musste mich so krass zurückhalten. 3 Leute, 2 Jungs, 1 Mädel. Oder Gender Non-Binary, ja. Keine Ahnung. He, him, hers. Ich glaube, da musst du es nicht machen, aber okay. Ich ging vorbei und der Junge in der Runde sagte mit einem Joint in der Hand zu den anderen, ja, und dann haben wir auch super lange drüber geredet und mir fällt das auch alles so schwer, aber ich rauche halt so super gern Hanf. Und das war alles, was ich gehört habe. Und das. Ja, wir haben auch drüber geredet. Und ist alles so. Aber ich rauche halt so super gern Hanf, aber so richtig inbrünstig, so als wäre das so Schnitzel oder so für ihn, weißt du? So das Geilste in seinem Leben. Das war einfach so, aber auch so in der Lautstärke. Das war halt so alles. Ja, und dann haben wir auch drüber geredet. Aber ich rauche halt so super gern Hanf, weißt du? Das ist jetzt so krass da rein. Und so Augen zu, Kopf so leicht zur Seite, so die Lippen angespitzt. So super gern Hanf. So, und die anderen so voll ernst, ja, verstehe ich, ja. Ja, klar, ey, ich bin voll bei dir. Ich bin voll bei dir, Digga. Jetzt halt wieder das Problem, uns hat ein Zuhörer geschrieben, das letzte Mal wurde er bei der Polizeikontrolle angehalten, wir haben irgendwie über Waffen geredet und die Polizistin fand das sehr interessant. Jetzt wieder mal das große Ding, wenn ihr gerade angehalten werdet. Hallo, lieber Herr Polizist, Polizistin, Jenner Sternchen, We are good people of this country and we pay the taxes. We don't do the Madeira thing and Steuerspanische. Ja, genau, ich würde aber trotzdem mal hier im Handschuh von nachgucken. Ich glaube, es riecht hier ein bisschen komisch schon die ganze Zeit. Schon die ganze Zeit. Er raucht Zeit. Halt oder sie raucht halt super gerne Hanf. Super gerne Hanf, Mann. Ich rauche super gerne Hanf. Wobei, ich glaube, es ging auch tatsächlich dabei um Ballern. Ich glaube, das war die. Ich habe es nicht ganz verstanden, was da drin stand in diesem Tweet. Aber ich glaube, es war die Folge, wo wir gesagt haben, wenn deine Freundin sagt oder wenn die Frau sagt, du ballerst, dann ballerst du. Ach, mit Max die. Ich glaube, darum ging es. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, aber an dieser Stelle tatsächlich nochmal, ich weiß, das nervt dich schon richtig, aber ich muss nochmal Hallo sagen. Und vielleicht ist ja bitte Danke für die Leute, die sehr viel immer zusprechen. Jetzt die letzten Tage in meinen Streams kommen ständig Leute rein, die die lustige Zwei-Tomate-Zitate droppen und so weiter. Ich habe übrigens einen Handgruß mir ausgedacht für Zwei-Tomate. Sehr spontan, hat überhaupt nichts mit Zwei-Tomate. Ein Handgruß, jetzt Vorsicht. Ja, nee. Also du nimmst die rechte Hand und dann? Nee, du musst 3 Finger. Und wie begrüßen Finger. Wir uns dann, wenn wir uns sehen? Nein! Okay. Grüße genauso an Polonaise Boris. Du musst 3 Finger so komisch spreizen voneinander, dass du quasi wie eine Pistole machst. Kann ich nicht. Und noch den Mittelfinger dann aber im 90-Grad-Winkel zu dem Zeigefinger. Und dann musst du das so komisch drehen.
Ah, das ist ja so hin und her, hin und her. Hat überhaupt nichts mit zwei Tomaten zu tun. Sind drei Finger. Die werden ganz komisch gedreht. Keine Ahnung. Hat so ein bisschen was von diesem Surfer-Ding, weißt du? So, wo du so die Hand so hin und her schüttelst. Aber nicht als Surfer, sondern mit der Pistole und dem Mittelfinger noch. Vielleicht ist es die Dreifaltigkeit, vielleicht ist es Alkohol, Hanf und. Weiß nicht, noch irgendwas. Ach, Ballern. Gottchen. Ja, spiel uns raus, Johnny, komm. Johnny weiß nicht mehr, wie es geht. Zeige Capaldi. Ich habe Howard Carpendale verstanden. Echt? Hast du nicht? Ciao, Carpendale. Gepäck. Wie heißt die Folge? Wie heißt die Folge? Also wir können den SPD-Diggi ist absoluter Favorit natürlich. SP-Diggi, oder was? SP-Diggi, SP-Diggi, genau. SP-Diggi. Aber mach SPD groß und dann IGGI klein. Ja, genau so habe ich es gerade geschrieben. Wir bringen die SPD mit Böhmermann zusammen. Wir bringen die SPD zurück an die Spitze. Zurück an die Macht. Spitze, meinen wir. Du, ich hab eine Frage an dich und die anderen Leute. Oh, die anderen auch? Ja. Also ihr dürft mir das auch gerne ruhig und sachlich erklären, aber ich habe mal wieder eine Frage mitgebracht. Die Frage der Woche. Ey, aber frag nicht schon wieder sowas wie: Was machst du, wenn du Essen gekocht hast? Was machst du, wenn du gerade super Bock auf Hanf hast? Dann rauche ich so gerne Hanf! Wenn du dir super gerne Hanf reinpfeifen würdest, jetzt. Okay. Meine Top 5 Hanfgerichte. Also, der Amazonas brennt, Regenwald, ist glaube ich das gleiche, nicht 100% sicher, aber eins von beiden, wenn es was unterschiedliches ist, es brennt. Regenwald, glaube ich. So. Was machst jetzt, du? Jetzt hab ich folgende Theorie. Hier gerne schon berichtigen, wenn ich falsch liege. Wasser löscht Feuer. Oh, du bist so dumm, ne? Du bist 3 Jahre alt. Es ist eine Theorie. Es geht nicht, zu groß, Mann. Es geht nicht. Ich lass mich gerne korrigieren. Ja, bitte. Ja, mach ich gerade. Selbst mit den Riesenflugzeugen, die 50 Tonnen, Millionen, Milliarden Wasser tragen, schaffst du nicht. Geht nicht. Alles gut. Okay. Aber Wind. Oh. Wind ist der Darth Vader Waldbrennen. Alles gut, gibt ja ein paar Milliarden Menschen auf dieser Erde. Und wenn sich mal ein paar Länder zusammentun würden mit all ihren Großflugzeugen. Dahingestellt. Habe ich auch schon gesagt. Ich habe angerufen. Die haben gesagt, es geht nicht. Hallo? Ja, Hotline, ja. Ich würde gerne mal fragen, ob wir helfen können, löschen. Na, geht nicht. Geht nicht. Warum? Ja, zu weit weg. Zu weit weg. Ja. Zu viel Wahl. Aber Wasser löscht doch Feuer. Nein. Nee, auf jeden Fall. Nein. Auf jeden Fall. Falsche Information. Auf jeden Fall diese Theorie, dieses verrückte Wasser löscht Feuer-Ding, schwirrt mir die ganze Zeit durch den Kopf, weil ich sehe auf Social Media, wo ja dieses Thema lautstark diskutiert wird, immer nur eine Sache und das ist: Ihr könnt den Regenwald nur löschen, wenn ihr Veganer seid. Und da muss ich sagen, habe ich mir halb erklären lassen, weil, das habe ich schon mal in den Raum geworfen, weil ich ja zwei Angestellte habe, die beide Vegetarier sind. Da habe ich gesagt, hallo, ich meine das total ernst, könnt ihr mir das erklären, warum das alle Leute schreiben? Weil man wirft ja keine Veganer ins Feuer, damit es ausgeht. Mann, Freddy, ey! Und ist dann das haben dein gesagt, Ernst jetzt? Dann haben die gesagt, die Bauern haben das da angezündet und für scheiß Conditions. Aber dann habe ich halt gesagt, okay, verstehe ich, aber ich verstehe immer noch nicht, warum dann Leute sagen, hey, wir können den Regenwald nur löschen, wenn wir Veganer sind, weil Wasser löscht doch jetzt im Moment. Jetzt polemisier den Scheiß doch nicht noch mehr, als es eh schon ist. Löscht einer, weil ich sehe die ganze Zeit nur. Ist da jemand vor Ort? Hat jemand die Feuerwehr gerufen? Hat jemand vielleicht mal Periscope Livestream angemacht? Wahrscheinlich hat keiner die Feuerwehr gerufen. Alle halten nur ihre Handys hin. Denkt daran, dass Wasser Feuer löscht. Ich meine, das ist das, was ich so mitkriege. Und das beunruhigt mich. Dass halt jetzt nicht darüber geredet wird. Hey, Freddy? Großauffang von Leuten probieren, das zu löschen, habe ich noch nie gelesen. Das Einzige, was ich immer lese, ist wirklich so. Das Einzige, was ich immer lese, ist,
Jetzt, hä, sei doch mal vegan, damit das Feuer ausgeht. Mann, Freddy, jetzt vertrumpe nicht unsere Zuhörerschaft. Bitte, ihr habt vergessen. Ich meine das doch nicht als, das ist doch kein Statement, das ist eine Frage. Trump würde sagen, das ist so. Nein, das man ist, wirft jetzt Veganer ins Feuer. Nein, aber mir geht es ja um eine Frage, Arthur. Mir geht es um eine Frage. Ich finde das scheiße, dass du so lächerlich machst, weil natürlich ja, ich meine das jetzt, nee. Ich meine das schon ernst. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich meine das schon als ernst gemeinte Frage. Ich will das jetzt nicht lächerlich machen. Und wenn du es mir beantworten kannst, beantworte es mir. Kannst du beantworten, ich kann es dir auch erklären. Die Leute, die das jetzt so überzeichnen und sagen, wenn wir Veganer werden, dann würden wir es löschen, die meinen damit natürlich, und manche davon sind auch ein Arschloch, die wollen wir jetzt auch mal ausklammern, ja? Immer die äußersten Rand, den äußersten Rand immer abschneiden, okay, Freddy? Die äußersten Leute, Trump und die Hardcore-Veganer. Und dabei kommt raus, natürlich werden diese ganzen Wälder gerodet und Flächen gemacht für Anbau, für Shit, der zum Teil, zum einen wird Futter gemacht für Tiere, die wir essen sollen, zum anderen werden irgendwelche Öle da angebaut, also Palmensachen angebaut, die aber nicht das gleiche machen wie der Wald, der da vorher war. Das heißt, der wertvolle, sauerstoffmachende, klimaerhaltende Wald wird weggerodet für Futter für Tiere, also für Fleischproduktion. Und neuer Boden zum Anbau. Ja, aber Anbau für so Sachen wie Nestleöl und so ein Scheiß. Ja, also für Dieselquatsch und für so Sachen, die man auch anderweitig irgendwie angehen aber könnte. Aber löscht denn da jemand? Ich rufe da jetzt an. Das ist mir zu blöd. Ja, jetzt. Ruf mal an. Ich rufe da jetzt an. Probier mal durchzurufen. Das ist mir jetzt echt wirklich zu blöd. Ich check das jetzt mal nach. Es kann ja wohl nicht sein, dass da keiner... Wieso piept das nicht, wenn ich hier auf die Tasten drücke? Scheiße. Es klingelt. Geht keiner ran? Es geht keiner ran. Keiner ran? Hallo? 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 Bin ich verbunden mit Wald? Ja, Amazonas Regenwald. Ja. Ich wollte mal ganz kurz fragen, wir reden gerade über den Brand, aber es brennt bei Ihnen, ne? Ja, viel Laub, viel Erntetiere. Ist da jemand hingegangen? Also löscht da jemand? Ich gucke. Ja. Ranjit, machst du Feuer auf? Warum sind wir eigentlich in Indien jetzt? Ja, Ranjit löscht. Ranjit löscht, ja? Hallo, warum lachen? Wollen Sie vielleicht mithelfen? Oder vielleicht Feuerwehr rufen, weiß ich nicht. Nein, 112 oder so. Oder vielleicht Telefon ist bei Ihnen... machen. Anders? Was ist? Telefon? Du musst Telefon machen. Ranjit löscht. Okay. Geht das denn aus jetzt, wenn Ranjit... Sehen Sie da was? Ich frage. Ranjit? Warum sind wir in Indien? Geht das Feuer aus? Sind wir nicht eigentlich in Südamerika? Ranjit? Wo ist Ranjit? Warum? Ranjit ist tot. Verbrannt. Was? Oh, das ist doof. Müssen Sie jetzt vielleicht hingehen jetzt? Nein, Telefon. Telefon, ja. Ist wichtig. Ja wenn Leute anrufen, ne? Ja, Frage über Regenwald brennen. Vielleicht können wir ja was rüberschicken. Ich habe nur eine Super Soaker hier. Nein. Ich könnte vorbeikommen. Ranjit Kinder macht. Ranjit Kinder. Taka! Geh, das sind einfach Inder, die in Südamerika wohnen. Jetzt habe ich's. Okay, Danjan macht. Danjan löscht. Ja, danke sehr. Gut. Danke, ja, liebe Grüße. Ja, Grüße gehen raus. Liebe Grüße. An das Feuer. Grüße. Ja, bestell ich. Sekunde. Ja. Feuer! Liebe Grüße. Von wo kommen Sie? Deutschland. Merkel. Ah, Merkelland. Ah. Merkel. Liebe Grüße von DDR. Markal. Ja, zurück. Danke sehr. Viel Spaß noch. Schönen Tag. Danke. Gerne. Tschüss. Es ist ja auch, da gibt es ja auch Leute, die da was jetzt hat die denn jetzt gesagt? Die da Präsident werden. War besetzt. Es gibt Präsidenten, die dann jetzt schreien, wir verbieten jetzt für 60 Tage das Abbrennen von vom Regenwald, wo du dir denkst, Digga, warum war denn das erlaubt die ganze Zeit? Also die erlauben ja einfach. Aber erlauben die wichtigere das ja sogar. Frage ist so, haben die Präsidenten sich darum gekümmert, dass da mal dass Wasser da jemand am Telefon sitzt, ne? Und jemand anruft? Ja.
Anscheinend haben sie das ja, da konntest du ja schon mitreden. Aber was hat die denn jetzt gesagt, die nette Frau am Telefon? War das eine Frau? Es, Da ist jemand erlöscht, ja. Da ist jemand da. Das beruhigt mich. Das sind Leute. Das ist ja alles, was ich wissen wollte. Es sind Leute da und sie werfen mit Wasserbomben auf diesen Waldbrand und es wird bald gut. Und die haben auch den Predator geholt, der hat seinen Laser getauscht gegen einen Wasserspritz. Apparat und der rennt da jetzt auch durch den Wald mit Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger und die werfen mit Veganern auf das Feuer. Zum Glück, damit das endlich mal gelöscht wird, ne? Ja, das nervt auch langsam. Die haben Videos gedreht, die wollten Videos drehen für YouTube, diese Lagerfeuer-Einschlaf-Videos und dann ist das ein bisschen außer Kontrolle geraten. Ha, irre. Verrückt, ne? Das denkt man gar nicht. Irre. Diese Steinzeit-Videos dann, meinst du, ne? Ofen-Videos, die man anmacht, wenn man Besuch kriegt. Damit es knistert am Fernseher. Oh, das wird lustig. Soll ich zum Essen mal einen kleinen Waldbrand anmachen? Komm, ein bisschen Amazonas hier, schön. Oh, und dann einfach so in so einen Fernseher, weißt du, so einen alten Röhrenfernseher, den so ausbeulen, alles raus und dann einfach so da durchgucken. Und im Hintergrund brennt es überall, aber... Oh, Schatz, romantisch, ne? Ja. Ist ein bisschen stickig gerade. Mm. Aber kostet nix. Ich glaube, wir sterben es jetzt. Es kostet nix, ist umsonst. Aber kostet nix. Kostet nix. Die Schwaben, hä? Die Schwaben, die wieder den Amazonas angezündet haben. Lollo. Ja. Wohnwagen. Amazonas. Fernseher an der Seite, weil es knistert so schön. Und es kostet nix. Irre. Es kostet. Ja, ich bin mal gespannt, was die SPD da macht, ob die wen hinschickt zum Löschen, muss ich sagen. Ja, das wäre gut. Ja. Brauchen auch Leute. Hast du ein Dankeschön zum Schluss noch? Ja, das ging ja eben so halb so ein bisschen an die Leute da draußen, die uns unterstützen. So schön. Ja, so halb an die Leute. Also noch die wollen unbedingt Merch, haben sie mir gesagt. Wir sollen unbedingt so ein Merch machen jetzt. Ja, danke Leute, dass ihr Merch wollt. Danke, dass ihr Merch wollt. Das ist sehr toll von euch. Ich hätte auch ein Danke, ne? Hätte ich jetzt fragen sollen? Soll ich das Danke jetzt einfach sagen und wir machen dann zum Schluss dieser Folge einfach den Jingle dafür? Oder? Ja. Warum nicht? Weil, hast du das letzte Joko und Klaas Duell um die Welt gesehen? Nee. Jetzt das Aktuellste? Ich auch nicht. Ist es jetzt sehr frisch? Immer dann mit den Gästen. Ja, das ist dann immer mit den Gästen. Ich habe eine Werbung dafür gesehen. Und ich habe es auch nicht im Fernsehen gesehen, aber es kam jetzt alles nach und nach auf YouTube hoch. Und dann habe ich mir dieses Charlotte Roach-Ding angeguckt. Ich bin ja großer Charlotte Roach-Fan, wie viele andere höchstwahrscheinlich auch, weil ich die einfach sehr krass finde und irgendwie finde ich es gut. Ich weiß auch nicht, die hat sowas, was ich irgendwie sehr gut finde an sich dran. Das hast du schön gesagt. Die hat irgendwie was ich sehr gut finde. So ähnlich wie Thomas Gottschalk. Ja doch, bei Thomas Gottschalk habe ich Tommy, das auch. Tommy ist anders. Bei Tommy weiß ich, was es ist. Das sind die Schuhe. Aber bei Charlotte Roach kann ich nicht einen Finger drauf halten. Du kannst einen Finger reinstecken. Hat er nicht gesagt! Das ist nicht okay, 2019. Nee, ist auch wenn nicht. Wenn das die SPD mitbekommt, dann bist du ganz schnell aus dem Podcast raus. Alle hier. Aus dem SPD-Digi-Podcast bist du raus hier. auf jeden Fall in der Sendung von den beiden Giro Heroes ging's richtig zur Sache. Und die wurde nach Moskau geschickt. Und das Ganze wurde natürlich so cineastisch aufgezogen, als wenn die was richtig krass Derbes machen will, ne? Weil sie sich ja immer so beweist oder auch als so die derbe Draufgängerin irgendwie ist. Und die musste dann das machen, was Joko in Moskau machen musste. Und zwar diesen Bungee-Jump mit so Titanhaken, die du dir in den Rücken piercen lässt. Oh, fuck my life. Und die hat das gemacht. Oh, also, fuck my life. Weil das halt illegal ist, ohne Betäubung, in so einem Aufstellzelt hat die sich fucking 4 solcher riesen Stahlriemen durch den Rücken bohren lassen von so 2 Dudes, deren Augen tätowiert sind in blau. Oh, so. Ja. Und ist dann mit diesen Titanverankerungen von einer Brücke gesprungen und hing nur an ihrem Rückenfleisch und an ihrer Rückenhaut dann mit ihrem ganzen Gewicht, ne, also Bungee, ne, also das heißt, du ballerst dann nochmal gewichtmäßig Alter, voll da rein. Also ich kenne ja dieses Body Suspension, aber mit Bungee. Ich muss sagen,
Oh, das. Oh, what? Boah, das ist wirklich das. Also, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben Schmerz mitempfunden, als ich ein Video gesehen habe. Also, wirklich mein Dankeschön geht raus an Charlotte Roach diese Woche, die abgeliefert hat. Bei dem Ding. Absolut mega unterhaltsam. Es geht eine halbe Stunde oder so, dieses Segment. Oh, ey. Aber weißt du was? Jetzt lege ich mal was in den Raum rein. Ja. Ich behaupte, dass wenn sie da runterspringt und mit ihm diesen Haken in ihrem Rückenfleisch, dass sie dann keinen Schmerz spürt vor lauter Adrenalin und dem ganzen Shit. Ja, hatte der Typ auch gesagt, erklärt sie selber, dass es exakt nicht so ist. Geil. Sondern dass es dann doch deutlich schlimmer ist. Weil die meinten, das Piercen ist das Schlimmste und dann bist du so drin, dass eigentlich der Sprung und vor allem halt, ne, also der Sprung ist ja nicht das Schlimme, sondern unten, wenn du halt Bouncen unten ankommst und das erste Mal so richtig gezogen wird, weil dann wird dann ja mit mehrfach deinem Körpergewicht an dir gezogen, an deiner Haut. Oh. Und es ist wirklich, ey, du durchleidest die Hölle. Es ist so krass. Ich habe lange nicht mehr, und das muss ich sagen, also es ist schon sehr derbe, das verstehe ich. Ich verstehe auch bestimmt, dass es einige Leute nicht sehen können, aber es ist unfassbar gutes Fernsehen. So, und das habe ich lange nicht mehr gesagt, und es ist so unterhaltsam einfach, weil du wirklich alles durchleidest. Du bist so, oh nein, hast Angst, dann bist du happy, dann ist es lustig, weil es sehr gut inszeniert natürlich auch ist von den Jungs da. Dann gehst du richtig so in Angst über, leidest mit und du hast halt körperliche Schmerzen, wenn du das ansiehst. Oh Gott. Und alles nur, weil die das durchgezogen hat, ne? Also das ist schon krass. Ja, sehr, sehr krass. Aber der Begriff gutes Fernsehen, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, es ist unterhaltsam. Ja. Also für mich ist gutes Fernsehen Unterhaltung. Ja, so, inhaltliche Sachen, das, ich gucke halt wenig Arte. Ja, okay. Du musst mal hier vorbeikommen. Du müsstest mal, wie früher, ich weiß, das geht in deinem Leben gar nicht mehr, aber so ein, zwei Wochen so einen Rentnerurlaub bei mir machen. Und dann meinen Tagesablauf, dann müsste ich auch Urlaub machen, so meinen Tagesablauf, ohne dass man was machen muss. So Frühstück mit dem Ei und dann schöne Doku gucken zum Aufstehen. Und dann auf dem Balkon. Und dann ein Glas Whisky. Ja, ein Glas Whisky. Dann Korn. Dann wieder was Whisky. Was soll das denn jetzt? Und dann ist eigentlich auch schon 12 Uhr an. Und dann bis 7 Uhr morgens. Tschüss, Party, was geht ab? Ja, wir sehen uns ja nächste Woche, ne? Nächstes Mal probieren wir das wieder hinzubekommen, dass wir vielleicht uns vor die Kamera setzen. I don't know. Ja. Weil letztes Mal kam es ja sehr, sehr aber gut muss an. Aber muss ich die Technik stellen oder können wir eure wieder benutzen? Nee, wir benutzen unsere. Ah, das ist gut. Und ich würde sagen, als Idee, mal in den Raum geworfen, vielleicht kriegen wir es ja hin, das auf einer schönen Berliner Dachterrasse zu machen. Ja. Wenn wir einigermaßen passables Wetter erwischen. Gegen Ende der nächsten Woche, würde ich sagen, nehmen wir auf, ne? Dann haben wir ein bisschen was zu erzählen. Weil wir sehen uns schon Dienstag. Ach so, du meinst an einem anderen Tag als das, wo. Ja. Vielleicht mal so gegen Abend oder so. Dann machen wir uns einen schönen Gin Tonic, bauen uns einen schönen Dübel und dann wird schön geil Hanf geraucht. Schön Hanf! Das mag ich so gerne. Boah, so gerne rauche ich Hanf. So gerne Hanf rauchen. Ich hätte auch gerne so eine Passion für irgendwie sowas, ne? Also irgendwie. Wasser, ich habe mir hier markiert Wasser aus. Was sag mal, haben wir jetzt eigentlich am 10. oder am 12. gesagt? Was denn? Der 10. 10. Das steht bei mir immer noch beim 12. Nee, immer noch 10. Also guck unseren WhatsApp-Verlauf. Ja, ja. Da sehen wir uns. Da sehen wir uns auf jeden Fall. Und am 12. wird hier das Wasser wieder ausgeschaltet. Das finde ich so schlimm. Was? Ja, wegen Reparaturen. Rechnung nicht bezahlt. Nee, wegen Reparaturen, wichtige Reparaturen. Wir brauchen dringend Spenden von euch. Kommt auf unser Patreon. Ich habe schon kein Wasser mehr. Ey, und dann lese ich, und dann, Bolognese Boris wohnt ja bei uns mit im Haus, und der beschwert sich darüber, dass er 4 Tage kein Internet hat, und dann schreibt da jemand drunter, kündigen, Anbieter wechseln. Ja, geht nicht! Bei uns gibt's nur einen Anbieter im Haus. Wir wohnen halt in der Hauptstadt in 2019, wo man in dem Haus nur einen Anbieter hat! Warum gibt es denn nur einen Anbieter? Es gibt nur einen Anbieter, weil damals die Telekom wollte vielleicht hier auch was verbinden. So, man, nee, alles aber, gut. Ist schon, aber, wir sind schon da. Aber ist ja nicht schlimm, denn, denn besagter Anbieter, Vodafone, hat ja, weil das deutsche Bundeskartellamt mal wieder absolut gerne einen Käsekuchen über 5 Monate isst,
einfach mal Unity Media gekauft. Das heißt, ja. Warum auch? Warum sollte man da drauf gucken? Ne? Ja, ist das konkurrenzmäßig okay. relevant? Nein. Top-Anbieter Nummer 3 kauft Top-Anbieter Nummer 2. Ist nicht relevant und auch gar nicht für mich. Aber wenn die jetzt gekauft haben, könnt ihr nicht einfach dahin gehen? Weil die gehen ja nicht über. Nein, das bringt nichts. Sondern über Kabel. Nein, es gibt hier keinen DSL-Anschluss, verstehst du? Es gibt hier nur Kabel. Ja, die haben ja keinen DSL-Anschluss, die haben ja nur Kabel. Ja, es gibt hier nur Kabel. Die haben alle Kabelanbieter aufgekauft. Die haben ja auch Kabel Deutschland aufgekauft. Die haben auch Columbus aufgekauft, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es gibt hier nur Kabel und es gibt hier nur deren Kabel. Und was redest du eigentlich für Quatsch, wenn die Unity Media aufgekauft haben? Warum soll ich denn jetzt zu Unity Media gehen, wenn die das eh gekauft haben, dann kann ich ja gar nicht mehr. Du kannst doch immer noch so tun, als wäre es ein anderer Anbieter. Die haben ja vielleicht andere Kapazitäten, aus denen die streuen, weißt du, die nicht so oft kaputt gehen. Du hast schon mitbekommen, dass gerade vorgestern Vodafone komplett ausgefallen ist in Ost- und Norddeutschland, ne? Ja. Komplett weg. Ja. Schrecklich. Warum? Ja, gab's ein Statement? Gab's irgendwie, wir haben zu viele Firmen. Wir wussten nicht mehr, wo die Knöpfe sind. Wir haben noch so viel dazugekauft. Wir haben auch noch die Deutsche Bank und Commerzbank gekauft. Lol. Kurzer Lollo Bionda. Es wird jetzt alles Vodafone. Und dann machen wir AT&T gegen Vodafone. Das ist dann Europa gegen Amerika-Krieg. Yes. Es ist gleich, liebe Zuhörer, 13.37 Uhr. Das ist nur relevant für ein paar von euch. Ich wollte es aber mal erwähnt haben. Finde ich gut. Sollen wir vorher aufhören, ja, ne? Wir hören aber vorher auf. Oder wir lassen die Folge jetzt noch 4 Minuten lang laufen, einfach ohne was zu sagen. Nee. Das mache ich nicht, sonst fange ich wieder an mit Lieblingsprinzessin. Wie heißt denn die Folge? SPDigi, ne? SPDigi, ja. SPDigi. SPDigi finde ich gut. Aber ich freue mich richtig darauf. Ich bin richtig gespannt auf das Feedback zu Steffen. Du auch, ne? Finde ich supi. Finde ich supi. Es ist schon supi. Aber das Ende fand ich am besten. Digital Generation? Nee, ich liebe es, wenn Leute sich versprechen und dann sagen, wie hieß ich nochmal, Stefan? Das finde ich toll. Das ist das ist meine Comedy, da wohne ich. Das ist meine Hausnummer. Versprechen. Bitte versprecht euch mehr. Okay. Bitte, tut das. Da werden auch alle anderen Menschen lockerer bei Bewerbungsgesprächen. Das stimmt. Das heißt jetzt bitte danke und Outro oder wie machen wir das? Ja, ne? Ja, die Musik läuft ja schon und dann kommt nochmal ja bitte danke und dann war es eigentlich schon. Ja, dann würde ich sagen, Arthur, wir sehen uns nächste Woche. Ich freue mich drauf. Vor Ort, live. Machen wir ein Video auf unserem YouTube-Kanal. Coolio. Ja. Finde ich gut. Hab dich lieb. Sagst du darauf jetzt nichts? Wie? Hab ich doch gerade. Mikrofon hat nicht ausgelöst. Ach so, aber ich habe es gesagt, ganz leise anscheinend. Du hast auch nicht gehört, ich habe vorhin die ganze Gitarre gespielt, hast auch nicht gehört. Ja, hab ich tatsächlich nicht gehört. Ja, hab dich lieb. Hab dich auch lieb. Tschüss. Tschüss, Leute, hab euch lieb. Hab euch lieb. Oh. Ja, bitte, danke.